Habe ich auch langsam fallen die. Wow! Ach, hier fahren Züge, sag das doch! Ich mag Züge. Alter. Oh mein Gott! Okay, ich schneid das noch kurz mit rein oder so. Alter, wie durch, ich hab's auch gerade überlegt. Alter. Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und wir sind hier unterwegs in The Crew. Wegpunkt habe ich gesetzt, Major ist schon vorgefahren und auch am Start. Ja, servus. Servus, Grützi und hallo. Warum eigentlich Grützi? Das klingt sowas von... Gut, das kommt wahrscheinlich von Grüß dich, aber es klingt immer wie Grütze. Oh, jetzt rote Grütze mit Vanillesoße. Oh, hör mir auf. Rote Grütze. Alter, was wir hier Werbung für Süßigkeiten machen, das ist ja abnormal. Das geht echt auf keine Kuhhaut, ey. Aber ohne Scheiß, man hat so eine Kirschgrütze über einen frischen Milchreis oder so. Boah, ey. Reis habe ich noch im Haus, aber keine Milch mehr, verdammt. Ich glaube, die verdammt. Zuschauer denken schon, wir sind voll fett, so viel wie wir von Süßigkeiten sprechen. Wahrscheinlich. Aber eigentlich eher voll die Lauchs. Na gut, immerhin habe ich einen Malztrunk hier stehen, dessen Namen ich jetzt zur Abwechslung mal nicht aussprechen werde. Malz, Ruhe, Abwechslung, ja. Ist dir nicht aufgefallen? Yes. Ich lasse das einfach mal so im Raum stehen und werde es nicht weiter beachten. Ich dachte, du willst dein Malz noch trinken. Jetzt haust du aber raus hier zum Start, hä? Ja, klar. Weißt du, instant auf die vollen Major-Style. Immer auf die Betrunkenen. Okay, der war nice. Okay, ich joine. Oh mein Gott. Uns darf man echt nicht... Sorry. Hier sind viele Jungs, die sich noch an die Zeiten vor Cam erinnern. Es funktioniert. Was hast du zu bieten? Den nächsten Schritt. Noch ein alter Rekord von Cam will geschlagen werden. Wenn der so ist wie der letzte, dann sehe ich da nicht viel Problem offen gestanden. Ich schätze, ja. Du schaffst sicher noch einen von Cams Langzeitrekorden. Pass auf, denn der hier ist wirklich schnell. Wirklich schnell kann ich. Guter Junge. Wenn du den Thron besteigen willst, musst du es beweisen. Ja, ich würde sagen, für uns zwei kein Problem, oder? Kein Problem, da sagst du es. Vorhin noch schön so ein bisschen die Reifen warm gemacht in der Sequenz, das passt ganz gut. Boah, nice. Hast du geschafft noch, edel. Absolut nichts berührt. Ich jetzt schon. Ah, hier müssen wir raus. Mensch, was muss denn der hier mitten auf der Strecke rumgammeln? Ich eier mir hier einen zusammen, das ist ja wohl, das gibt's ja nicht. Schon wieder Werbung für Essen. Für Eier, dein Ernst? Leute, esst mehr Eier, ja, krieg ich klar. Jetzt Geld? Oh, Eier toller. Kumeni? Woher kenne ich den Namen jetzt? Ah ja, voll kapiss was, genau. Ja, genau. Habe ich mir vorgestern erst wieder gegeben, tatsächlich. Ich habe schon so viele Beiträge von dem doppelten Dreifach gesehen, aber dem Typ kann man einfach immer wieder zuhören. Naja, die sind es auch wert, die Beiträge, so ist es nicht. Auf jeden Fall. Da gehen auf jeden Fall nochmal Shoutouts an dich raus von mir, dass du mir den gezeigt hast. Ah, es geht doch nichts über einen vollen Tank Nitro. Zum Frühstück statt Orangensaft. Ich hab grad einen nice Run auf jeden Fall. Nur ja, ich eck ab und an so ein bisschen an, aber... Ja, ist ja genauso wie in der Gesellschaft, also das passt schon. Oh Mann. Wow. Wand.
Hast du mich nicht gesehen? Nein, ich war auf die Wand fixiert, tut mir leid. Ups. Die ist mir nämlich in den Weg gesprungen und wollte mich umbringen. Ein bisschen zu eilig. Hier links ab. Ich hab's ein bisschen verkackt. Aber ich hab noch volles Nitro. Das hab ich auch. Und keine Angst, es zu benutzen. Na gut, bei 250 in der Innenstadt schon ein bisschen. Na gut, offensichtlich haben wir genug Zeit, um es zwischendurch mal zu verkacken. Also, schalten nicht vergessen. Ja. Ich mich aufhalten lassen? Ach wo? So, haben wir das. Guck mal, das ist doch genug Zeit, oder? Jawohl, da ist ein Häkchen. Alles klar. Schön, haben wir es auch gleich in der Tasche. 5 Minuten in der Folge und wir haben schon den ersten Sieg. Stufe 30, das läuft ja gerade, also das ist unglaublich. Was? Nur Silber? Minus 25. So, Beschleunigungsbonus und 10 Punkte. Kann man machen. Plus 10 auch bei mir. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht jetzt. Wir scheinen jetzt wirklich den Süden einzunehmen hier, hm? Ab in den Süden. Ja, sehen kann ich absolut nicht. Hey, da bist du ja, Alex. Da war gerade ein Pickup ohne Räder. Gute Arbeit. In der Sequenz. Gute Neuigkeiten. Noch ein Tuner. In Las Vegas. Rallye-Ausstattung. Rallye-Fahrzeuge brauchen keine Straße. Hoher Radstand, super Power und Stoßfänger, die ein Erdbeben überstehen. Bei den Monstern brauchst du keine Straße, um von A nach B zu kommen. Juhu, Rallye-Autos. Also jetzt müsste man sich eigentlich echt zum Fokus holen, oder? Wegpunkt Blitzreise. Wir brauchen eigentlich noch gar kein Rallye-Auto. Wir können erstmal hier weitermachen. Ja, dann lassen wir noch ein bisschen Geld fahren. Würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Echo. Jo. Hallo Echo. Hallo Otto. ja, Geländerennen. Stufe 25, ja. Wegpunkt setzen. Wollen wir ein bisschen noch nach Norden, nach Amarillo. Amarillo, das ist ein richtig amerikanischer Name. Amarillo. What the fuck, was ist das nur für ein Auto? Hä? Alter, du standst da gerade mit einem Zonda, was geht denn bei dir ab? Jetzt ist wieder dein Skyline. Nein, da steht ein Zonda in dir drin. Ja, ja, ich sehe es. Ich habe hier, das ist auf jeden Fall mein neues Rocket Bunny Whitebody, ne? Alles klar. Ja, kann man machen. Was geht mit dir ab? Schon am Cheaten oder was? Neue Spiegel habe ich auch montiert vorne an den Kotflügeln. Ja, ich würde sagen, packen wir's. Ich sehe nur einen Zonda und den Namen Kerge drüber. Ich bin so, ah, alles klar. Ja, habe ich mir mal gegönnt von YouTube Money. Getting YouTube Money. Ach, schön wär's, Mann. Jo. Major räumt auf. Ja. Müsste ich echt mal wieder. Ach so, ja. Das habe ich jetzt eigentlich nicht gemeint. Ja, das ist mir schon klar. Jetzt haben wir aber hier schön ins Outback raus, wa? Hügel und trockenes Steppengras und ab und an mal ein Baum, der sich verirrt hat. Aber ich mag das, bietet eine schöne Diversität, dieses Spiel. Absolut. Ich habe gerade mein Auto zerlegt in einem Country Squire. Ich brauche eine Sekunde. Eine Sekunde habe ich nicht, um zu warten. Ich habe gerade Challenge, fahre schnell und bleib auf der Straße. Also, die habe ich jetzt auch.
Kann auch ganz knapp vom Kopf vorbeigefahren. Kann man auch mal machen. Nein! Ja, nice, Gold. Kopf vorbei. Ganz knapp Gold. Stufe 24 Bremsen. Fahre schnell und bleib auf der Straße. Dafür kriege ich dann Bremsen. Ja, nice. Jawohl. Ich hab Bronze. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber zweistellige Kondition, glaube ich. Ja, also bei mir plus 4. Besser als nichts. Kann man machen. Abgesehen davon, hey, Bremsen. Bremsen kann man im Spiel immer brauchen. Ich kürze mal ein bisschen ab. An den Windrädern entlang geht hier alles grüßen, wa? Schon so ein bisschen. Aber wie viele Windräder, man, sieht aus wie in der Eifel. Naja, in bestimmten Gegenden der Eifel. Ich komme da ab und an mal vorbei. Okay, mein Auto ist jetzt versaut ohne Ende und so richtig schnell bin ich trotzdem nicht. What the fuck? Achso, okay. Soll ich mitten in die Prärie fahren? Ah, das sollen wir sogar. Ja, krass. Ja gut, war ein Geländerennen, ne? Macht Sinn. Ein bisschen. Hier ist mal sowas von gar keine Straße. So, dann hau mal raus, wa? Schon dabei. Die Mission beginnt gleich. Geländefahrzeug benötigt. Alex, wie ist Miami? Voller Ratten und so? Omar, was brauchst du diesmal? Ich bin beleidigt. Ich hab hier etwas für dich. Der Typ, auf den du scharf bist, Cam. Willst du wissen, wie er seine Kohle macht? Sicher. Dann fahr zur Position auf dem GPS. Mit einer Schaufel im Kohlebergwerk? Ja, nee, ist klar. Heizkosten sparen oder was? Da drüben steht dein Auto. Steig ein und warte. Worauf? Das siehst du. Alter, krass. In 5-10 gehört die Interstate. Also fliegt Cam über ihn. Zerstör die Pakete, bevor seine Jungs kommen. Was? Wie? 2015er Mustang umgebaut auf Gelände. Was ist toll. Fahr du links rum, genau. Also das ist mal was anderes. Ja. Gut, von der Challenge her ist es genauso wie dieses Zerstöre die Ziele, aber abgesehen davon ist es auch was anderes mal. Ich finde das cool, wie man die Lüfter sieht. Und also wie die sich drehen. Zerstöre die Ziele hatten wir aber jetzt in der Story noch nicht, glaube ich, oder? Nö, das nicht. Das sind ja immer diese Challenges halt, ne? Ja. Alter, wie viele Pakete sind denn hier? Zerstöre 140 von 170 Kisten, jawohl. Es geht aber nur, wenn du die andere Seite da mitnimmst, glaube ich. Achso, man muss gar nicht alle. Okay. Anscheinend nicht, aber möglichst viele halt. Ja, ich habe schon zwei ausgelassen. Für eins bin ich extra nochmal zurückgefahren, aber jetzt, wo du sagst, dass man nicht alle braucht. Naja, oben links steht's halt, ne? Was wir nicht haben, ist Zeit. Das stimmt. Naja, sonst hätte ich nicht gesagt. Oh. Ah, hier soll ich einmal im Kreis fahren. Okay, verstehe. Dann geht das hier weiter. Hier fahre ich jetzt nochmal im Kreis. Alter, wer platziert das Zeug denn hier bitte schön? Kann ich auch, danke. Ich werde auch sagen, Hälfte haben wir, sagt er. So, hier sind noch drei. Wann geht das jetzt weiter? Da hinten bist du. Da hinten sind noch einige auf einem Haufen, dann nehme ich die noch mit.
Aber ich glaube, die auszulassen wäre nicht so gut. Verdammt. So, die hier nehme ich noch mit. Noch eine Minute. 111 haben wir schon. Hat er hier auf dem Kühe rum. Sag Zoe, von wem du die Spur hast. Sicher. So, das war's gleich. Ups. So, noch eine. Mach schneller, Alex. Jo, wir haben's. Nice. Dein Auto ist ein bisschen verbeult, hä? Ja, ein wenig. By the way, dein ist ja gar nicht rot. Ich dachte, die wären gleich. Nö, meine war silber. Okay, cool. Ja, haben wir das. Hat jetzt auch mal gebockt. Was gibt es dafür? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Egal, Rückkehr zum freien Fahren. Wir machen weiter. Schon wieder der Sechszylinder-Sound. Das gibt's doch nicht. Schon. So, haben wir das. Hallo, hat und so? Ah. Du hast Cam angeschlagen, aber das reicht noch nicht. Ich hab da Info, die... Hey, warte. Ich weiß nichts über dich. Wer bist du überhaupt? Relax. Du kennst mich. Nein. Mein Name ist Coburn. Der Boss hier. Schiff hat es vergessen. Also enthebe ich ihn der Verantwortung. Beeindruck mich. Gewinn Rennen. Hol Scalps. Und du wirst wie 8. Fick mich. Und du bist tot. What the fuck? Ich melde mich. Was ein Typ, ey. Fick mich und du bist tot. Vor allem fick mich und dann die Pause. Ich dachte nur, what the fuck, nein. Ja, Mann. War halt richtig unpassend. Ja. Verdammt, noch Bronze. Boah, scheiße, sorry. Oh, Stufenanstieg. Boah, Bronze springt schon 11, krass. Ich habe Silber, Einspritzanlage, ja edel. Wie viel hast du bekommen? Mal schauen. Beschleunigungsbonus 14, Alter. Was geht? So, okay, nächste. Ich habe Back gedrückt. Na gut, dann mache ich halt über Back. Wo fahren wir hin? Das da unten ist eine PvP-Lobby. Wir fahren zu Konter. Das ist das einzige verbleibende Event. Okay, das ist 18 alles Kilometer entfernt. Ich wechsle auf Performance. Wegpunkt setzen. Mobile Garage. Performance. Hier auf dem Schotterweg vielleicht noch nicht die beste Wahl, aber das wird sich ja gleich ändern, denke ich mal. Alter, die Karre kam ja gerade gar nicht aus dem Quark. Ich fahre jetzt auf der falschen Fahrbahn. Was scheiße ist, weil ich abbiegen muss, glaube ich. Okay. Jo. Komm, Spiel, gib mir eine Alternativroute. Besser wär's. Haben wir diesmal selber einen Wegpunkt gesetzt, tatsächlich. Ach, ah, da, was? 17 Kilometer, alles klar. Ich spiele mich gerade jetzt. Okay, jetzt sind es jetzt wieder 18, egal, jetzt fahre ich geradeaus. Ja, da unten bist du. Bisschen falsch gefahren, ne? Ein bisschen. So. What the fuck? Alter, fahr mal in der Innenansicht bei der Karre.
Ja, weiß ich doch. Ich höre ja diesen Elektrosender, ne? Läuft gerade halt so ein ganz normales Lied. Und zwischendrin so. Nö, nö, nö. Lol. Das hättest du selbst hören müssen. Ja, was ich sagen wollte, ist hier wegen der Handschuhe und des Rennanzugs hier drin. So, jetzt muss ich was. Ja, nicht richtig Rennanzug, das wirkte nur so als die Jacke, aber die Handschuhe, die trägt er sonst nicht, ne? Oder? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Oh, ich darf nicht zurückschalten, aber ich habe Bremsen gewonnen. Gold für Stufe 25 bringt mir 11 Punkte. Ja, warum nicht? Kann man mal machen. So, und jetzt darf ich endlich wieder schalten. Danke dafür. 12 Kilometer noch. Rennt schon echt gut, der Hobel. Da gibt es nichts. Absolut. Dieses komische Lied gerade. Das klang wie so ein Cartoon-Männchen. Alles klar. Was so ein Trolllachen raushaut. Ich würde ja gerne sagen, ich schalte mit ein, aber die GEMA hat da was dagegen. Ja. Deswegen geht das leider nicht. Immer. Diese Scheiße gibt es auch nur in Deutschland, oder? Ja. Andere Länder haben da nichts Ähnliches, ne? Nichts in der Form, soviel ich weiß. Richtig bescheuert. Ich meine, das ist ja an sich nicht verkehrt, dass es eine Organisation gibt, die die Rechte der Musikmacher, der Interpreten und so weiter irgendwo schützt, aber in der Form, in der die es machen, sind die einfach nur lästig eigentlich. Wenn wenigstens über die GEZ-Gebühren dann frei an die Musik käme. Dann wären die Gebühren wenigstens sowas gut. Nicht so. Also, die öffentlich-rechtlichen gucke ich eigentlich alle nur 2 Jahre bei EM oder WM. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Naja. Nachrichten bekomme ich übers Internet und großartige Tatort-Filme ich jetzt auch nicht. Ja. Dann zahlt man für Fernseher, Radio, Computer und Handy. Gut, inzwischen ist es ja pauschalisiert, aber es war ja mal so. Nur wenn man auf diesen Geräten theoretisch die Öffentlich-Rechtlichen empfangen könnte. Ich habe einen Fernseher für die Konsole. Ich habe dann lange Zeit nicht mal das Kabel angeschlossen gehabt für Kabelfernsehen. Ich habe ja nur Kabel. Aber zahlen musst du trotzdem. Es ist einfach so. Ja. Wenn die das durch wenigstens kodiert raushauen würden. Aber es geht nicht. Schon eine sehr lästige Sache. Zum einen geht das nicht, weil man dann wirklich selektieren könnte, ob man zahlen will oder nicht. Da würden die ganzen zahlenden Leute hinwegbrechen. Und zum anderen gibt es in Deutschland das Recht auf Information und das ist nur gewahrt, wenn jeder Zugang hat. So, also ich wäre dann da. Ich auch nur auf jeden Moment. Jo. Schau, na denn. Benutztes Fahrzeug sehe ich schon in grün. Das heißt, wir fahren hier ein... Jawohl. Oh, sorry. Wir fahren hier ein Straßenrennen. Diese Cam-Geschichte dauert zu lange. Luis Caliente ist Cams Nummer 1 Vollstrecker. Er dreht Runden durch New Orleans. Schalt ihn aus. Öffentlich. Cam verliert sein Gesicht und dann geht ihm die Kohle aus. Win-win. Verstanden. Win-win also. Ja, nee, ist klar. Mal sehen, ob sich die Info bezahlt macht.
Was willst du? Oh, hi Cam. Wie geht's denn Louis heute? Woher zum Teufel weißt du? Er sollte besser abhauen. Hui. Das wird viel. Schalt den Kerl aus. Jo. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht geschnitten. In der Cockpit-Ansicht habe ich dann nicht so die Übersicht. So, jetzt habe ich gewechselt. Uiuiui. Ja, der ist hier schon wieder abgebogen. Mensch, jetzt trollt er uns schon wieder. Irgendwie habe ich das Gefühl, jede zweite Mission ist so eine Schalt den Typen aus Mission. Ein bisschen. Und jedes Mal verkacken wir es übelst. Ups. Ja komm, das war jetzt gemein. Okay, Arschloch. Das Maß ist voll. Oh, eins? Als Maul. Mal sehen, wie gesprächig du bist, wenn die Jungs mit dir fertig sind. Nein, ist ja abgebogen. Scheiße. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Noch 2 Minuten. Ich hab ihm richtig gegeben. Nice. Aber er ist dann abgebogen. Wow. Bisschen unlucky. Was war das denn? Wir sind so ein paar Kasper gerade. Die es vermutlich auf uns abgesehen haben. Naja. Der Cam hat irgendwelche Leute geschickt. Hast du nicht diese Gefühls bekommen? Doch, aber nur so halb drauf geachtet. Scheiße. Mann, so knapp. Boah, sorry. Jawohl, läuft bei dir. Mann, den holen wir uns. Nein, das war die Säule. Oh, ich hätte ihn safe gehabt. Alter, die stellen sich einfach auf die Straße wie so Behinderte. Was ist mit denen los? Alter, wo der immer abbiegt. Gibt's doch nicht. Jetzt geht gerade so ein bisschen die Zeit flöten. Jetzt wird die scheiß Ampel rot. Ich hab ihn erwischt. Nein, verschwinde. Ein Treffer, einen einzigen verdammten Treffer bräuchte er nur noch. Ja, hier ist jetzt alles gerade, so komme ich ihm nicht mehr bei. Ah jo, verdammt. Ja, jetzt wird mein Auto Autos zielen, das kannst du vergessen. Es war so knapp. Ich bin in deine Crashkacke reingefahren. Entschuldigung? Ja, macht nichts. Ich glaube, ich wäre da hier nicht mehr beigekommen. Oh, verdammte Axt, Mann. Es ist machbar, wir waren nah dran, wir waren verdammt nah dran. Den holen wir uns. Nach dem Ladescreen. Hä? Och nö. Schalt den Kerl aus. Halt dich nicht zurück. Okay, das ist jetzt gerade. Meine Aufnahme läuft weiter, die Aufnahme da läuft auch weiter, ja. Das ist jetzt gerade mein Dings hier, sag schnell, mein Router-Neustart. So lange habe ich auch schon länger nicht mehr gezockt jetzt. Ja, es hat ja keinen Zweck hier. Ich breche das jetzt mal gerade ab. So, jetzt quatschen wir hier schon wieder rein. Auf jeden Fall, da sind wir wieder nach einer kleinen Pause. Ich durfte inzwischen das Spiel neu starten, um hier wieder. Also keine Ahnung, warum sich die Konsole dabei so anstellt nach einem Verbindungsabbruch. Aber gut, steht auf einem anderen Blatt. Wir sind auf jeden Fall wieder dabei und wir versuchen den Z4 da vorne einzuholen. Mal gucken, ob wir es dieses Mal schaffen. Also kurventechnisch bin ich natürlich mal wieder voll am Start. Hm, ich auch. Mach ihn kalt.
Mensch, Corban, halt die Schnauze. Ohne Witz, ey. Das Maß ist voll. Oh, nur eins? Als Maul. Mal sehen, wie gesprächig du bist, wenn die Jungs mit dir fertig sind. Jetzt schalt ihn aus. Jawohl. Nice. Wie der jetzt so easy weiterfahren konnte, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Na, mir auch, aber du hast mir ganz schön eine mitgegeben. Ah, nicht schnell genug. Verdammt. Ich dachte, wenn der um die Kurve geht, ein bisschen low machen muss, dann habe ich ihn gleich, aber kann's vergessen. Und was er macht, wo fährt er hin? Ey, wie unnötig war denn das jetzt bitte? Bam, Junge. Verkehrsteilnehmer crasht mich voll gegen so eine scheiß Säule. Tja, doof gelaufen. Er hat nur noch 10. Ich brauche ihn eigentlich nur noch einmal erwischen. Und das ist jetzt. Jawohl, geht doch. Oder macht man wieder eine saubere Schraube dabei. Achso, ich dachte, jetzt kommt erstmal noch eine Sequenz. Ja gut, alles klar. Bronze, ja, besser als nichts. Motorkern ausstatten, 11 Punkte nehme ich gerne. Ich habe 16 bekommen. Och, du Sau. Dein Louis braucht einen neuen Schlitten. Du weißt, es gibt nur eine Lösung dafür. Nicht unbedingt. Verschwinde. Dafür ist es jetzt zu spät. Wir sehen uns. Das war jetzt vor 8 zu uns. Was soll das? Ein bisschen Gas zu geben. Ruiniere Cams Hof. Öffentlich. Ich sorge dann dafür, dass du aufsteigst. Hört sich gut an. Cam wird dich herausfordern. Er muss. Und vielleicht habe ich noch ein paar Jobs für dich. Sei bereit. Alles klar. Was machen wir jetzt? Weiter, würde ich sagen. Und zwar mit der Reise nach... Schade, dass man nicht sieht, wie weit das weg ist. Ich war gerade auf der Map, nicht, dass wir hier irgendwo von A nach C fahren, nur um bei B irgendwas auszulassen. Wäre ja auch doof. Ah ne, die sind beide ganz im Süden. Beide ganz im Süden. Performance und Performance. Am Wegpunkt setzen. Wie sagen, fahren wir noch dahin? Den Performance-Auto am besten direkt. Und dann sehen wir weiter. So, mobile Garage. Hier, PE, Nissan Skyline GTA. Also ich wäre soweit, da vorne sehe ich dich anrollen. Pack mal, ne? Ich hab jetzt auch auf Performance geswitcht. Alles klar. Dann mal auf hier auf den Highway. Kilometer. Ja gut, wir müssen jetzt halt nach Miami und noch viel weiter. Naja, noch südlicher halt. Ganz schön was los hier auf der Straße. Ja. Lol, ich hab's gerade noch auf der Karte gesehen. So unnötig einfach. Naja, passiert. Verdächtiger 510, woher wissen die das? Hab ich das auf meinem Auto stehen irgendwo? Ja, besser nicht. Ja, da sagst du es wohl. Ah, bleib so weit wie möglich außerhalb des Radios. Na gut, okay. Mach ich glaube ich jetzt auch nicht zum ersten Mal. Aber ich weiß nicht, wie gut ich letztes Mal war. Vielleicht kann ich noch was rausholen. So, Gold. Aufhängung gewonnen. Was bekomme ich da?
einen Grip-Bonus. Plus 16, ach krass. Ich glaube, ich bin das vorhin mit dem Straßenauto gefahren, nicht mit dem Performance. Ja, läuft auf jeden Fall. Wie weit soll ich jetzt hier außen rumfahren? Sekunde mal kurz, mal gerade einen Blick auf die Karte werfen. Ach so, ich soll zurückfahren. Ich bin falsch gefahren. Ja, verdammt. Na gut, dann shortcutte ich hier mal. Ich habe noch 14 Kilometer. Hat sogar funktioniert. Ja, ich auch. Aber ich glaube, ich bin jetzt auf einer anderen Route. Ja, sieht so aus. Na, ist ja egal. Hauptsache, wir kommen irgendwann an, dann passt es schon. Feuer frei, Nitro rauspulvern. Ist aber echt ganz schön was los hier. Nicht, dass ich nicht schon mal erwähnt hätte, aber... Ja, ist halt ein Highway, ne? Nö, bei mir nicht mehr. Okay. Ich sehe einen Highway, auf dem du fährst, da drüben. Na doch, schätze mal, du wirst vor mir da sein. Und zwar deutlich. Konzentriert wir einfach gerade sind. Ja, ich mach gerade eine Challenge. Ach so. Und ich versuche hier auf dieser Küstenstraße, die mich übrigens gerade irgendwie so ein bisschen an World Racing 2 erinnert, einigermaßen schnell zu fahren. Yay, Silber, Auspuff. GZ. Wie lange diese Overlays immer dauern. Ja, das ist echt schlimm. Also das und dass man jeden Gang einzeln durchschalten muss nach unten. Richtig unnötig, hätte man echt mal patchen können. Ja, obwohl es mit dem Schalten ja schon noch Sinn macht irgendwo. Ja, wieso, wenn ich stehe, muss ich doch nicht von 6 in 5, 4, 3, 2, 1... Ja doch, spielmechanisch. Auf und rückwärts. Spielmechanisch macht es Sinn. Das einzige Spiel, das das anders macht, was ich bisher kenne, ist Forza. Wieso spielmechanisch? Ja, weil Forza, wenn du stehst, darauf wechselt, dass du direkt in den ersten schalten darfst. Was in der Realität technisch möglich ist, aber in Spielen halt normalerweise nicht gemacht wird. Ja, aber es ist sinnlos, dass es nicht gemacht wird. Mag ja sein, aber meine Güte. Das mit den Overlays, das ist halt so. Wir gehören vermutlich auch zu den wenigen, die hier unbedingt immer alles mit manueller... Hier steht ein Auto auf der Seite. Wir gehören wahrscheinlich zu den wenigen, die immer alles mit manueller Schaltung machen müssen. Und dadurch können wir ja nicht schalten während der Overlays, ansonsten wäre uns das wahrscheinlich auch noch wurscht. Ja. Aber da man eigentlich nur die A- und B-Tasten braucht, könnte man den Stick eigentlich schon freigeben. Ja, eigentlich schon, aber mit dem Stick kannst du ja nach oben und unten wählen, ob du das halt ins Akku schicken oder verbauen willst oder was auch immer. Also ich mach das glaube ich immer mit dem Steuerkreuz. Ich auch meistens, aber es geht mit dem Stick. Oh, ich bin vorbeigefahren.
wie bin ich denn jetzt vor dir hier angekommen? Bist du für eine Challenge woanders hingefahren oder was? Nee, ich bin fett gecrashed, weil ich nicht schalten konnte. Alles klar. Tja, und was das hier für ein Rennen wird, das sehen wir in der nächsten Folge. Ja, sorry, aber zeitlich sind wir drüber.